Schabuschi, du sabberst. Ich habe eben gesehen, wie ein ganzer Sabbertropfen von hier darunter gefallen ist. Katzi sabbert immer, wenn man ihn krabbelt. Hier ist alles nass hier. Und hier ist noch ein Katzi. Hast du gesehen, dass er dein Puschel als Kissen benutzt? Weißt du das eigentlich? Herr Polly, weißt du das eigentlich? Kurz nachdem wir Apollo bekommen haben, haben wir gesehen, dass er ganz schmutzige Ohren hat. Und dann habe ich bei diesem Möchtegern-Züchter angerufen und gefragt, hey, warum hat das Kätzchen schmutzige Ohren? Hat er gesagt, macht nichts, einfach mal mit dem Lappen sauber machen. Das ist normal. Und das haben wir ihm tatsächlich dann auch geglaubt, weil, naja, wem glaubt man sonst als einem Züchter? Und als wir dann beim Tierarzt waren, weil ich mir dachte, nee, normal kann das ja wohl wirklich nicht sein, dann hat er jetzt geguckt und das waren Ohrmilben. Das arme Kätzchen hat sich die ganze Zeit gejuckt, weil da so Tierchen drin gewohnt haben. Und dann hat das lang gedauert, bis wir sie rausgekriegt haben. Und jetzt ab und zu werden die Ohren von Apollo immer noch ein bisschen dreckig, aber das ist dann nur Ohrschmalz. Das lasse ich trotzdem aber regelmäßig kontrollieren, wenn wir eh schon beim Tierarzt sind. Aber momentan sind sie sauber, alles ist gut. Mäulchen ist auch alles gut. Ja. Sag mal, Apollo, ist es wirklich okay für dich, dass Cosmo dein Puschel als Kissen benutzt? Anscheinend schon. Ja, meine Kätzchen. Was ist hier los? Rausgehen? Das können wir machen. Aber nicht ohne dein Geschirr. Ja? Wo ist denn? Gestern habe ich so viele Komplimente bekommen für mein Make-up, wie ich aussehe. Alle so, oh, du siehst so toll aus. Und eigentlich habe ich einfach nur meine Lippen rot angemalt. So, das war nichts anderes. Und nein, es gab keinen besonderen Anlass. Wir waren nur bei Marcells Schwester zum Essen. Er hilft da so ein bisschen im Garten. Wir suchen jetzt mal das Geschirr. Der hilft da so ein bisschen im Garten und dann haben wir da einfach, waren wir da zum Abendessen. Oh, da hat sich wohl jemand gestritten heute. Das war's auch schon. Und außerdem, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie irgendeine Erkrankung ist, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich mir ein Kinderüberraschungsei kaufe, was ich wirklich gerne mache, weil ich will immer wissen, was drin ist, obwohl ich es gar nicht brauche, aber ich will wissen, was drin ist. Mittlerweile kaufe ich seltener, weil ich davon richtig hart zunehme. Was ist das? Was ist das? Habt ihr euch gestritten? Ich hoffe sehr, dass das keine Allergie ist, sondern dass ihr euch nur gekabbelt habt und dass das eine versehentliche Verletzung ist, klar? Bitte, bitte, bitte. Das wäre jetzt echt gar nicht gut. Mann, ey, das wäre das Letzte. Guck mal hier, schon wieder Fluff. Mann, der Puschi, bitte keine Allergien oder sowas. Ich weiß dann echt nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist so ein schlechter Esser. Oh je. Aber das sieht ja nur nach so einem Kratzer aus, oder? Zeig nochmal. Ich kann das nicht so gut erkennen. Ja. Sieht wie ein Kratzer aus. Ich hoffe es.
drückt uns bitte ganz doll die Daumen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich habe mir einen Adventskalender gegönnt. So einen Schminke-Adventskalender. Und dachte mir, ich warte bis Dezember, bis ich alle Türchen aufmache. Ich habe genau 2 Tage ausgehalten, dann habe ich alle Türchen aufgemacht. Komplett. Und alles ausprobiert. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Es hat in meinen Händen gekribbelt. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte Albträume von diesem Adventskalender. Und dann musste ich ihn komplett aufmachen. Es ging nicht anders. Mein Bruder ist auch so. Wenn ich ihm einen Adventskalender schenke, dann isst er die ganze Schokolade direkt. Er kriegt trotzdem jedes Jahr ein. Und dann die Hälfte vom Adventskalender von seiner Frau isst er auch. Hey, können wir das jetzt mal kurz anziehen, bitte? Ja? Yeah? Na, komm her. Komm her. Warte, warte. Warte. Setz dich. Setz dich, setz dich. Irgendwas riecht hier nach Fisch. Setz dich nicht, setz dich nicht. Ich glaube, das ist wieder ein Kackarsch. Vielleicht. Okay, steh bitte wieder auf. Steh auf. Los. Aufstehen. Danke. So, Aborti. Tada. Na los. Lauf, lauf, lauf. Ist nicht so schlimm draußen, oder? Nein. Geht voll klar. Kann man im T-Shirt rumlaufen. Nein, Spaß. Was haben wir? 13 Grad oder so. Kosmos? Du bist dran. Ui, ui, ui. Seht ihr? Es regnet auch nicht. Und es ist nicht so kalt. Und falls ihr euch fragt, was es gestern zum Kaffeekuchen gab, es gab Katze. Ich habe mir ein Öhrchen gewünscht und alle anderen durften dann den Rest haben. Ja, nein, er schläft gerne in dieser Kiste. Das ist voll süß. Aber ja, das ist jetzt echt doof mit Apollos Öhrchen. Wenn ich Glück habe, dann ist das wirklich nur ein Kratzer vom Spielen. Aus Versehen falsch reingegriffen und schon Kratzer. Aber wenn ich Pech habe, ist das eine Allergie. Und das kann da durchaus passieren, dass Katzen einfach eine Allergie gegen irgendein Futtermittel entwickeln. Ja, und was mache ich dann? Er frisst ja nur das eine. Dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich versuche ihn jetzt schon seit 4 Jahren umzustellen auf gesundes Futter. Und es funktioniert einfach nicht. Er ekelt sich. Er ekelt sich vor Fleisch, er ekelt sich vor Nassfutter. Das höchste der Gefühle sind diese Miamor-Suppen und feine Filets. Das sind aber keine Alleinfuttermittel. Ich kann nicht nur das füttern. Das funktioniert nicht. Was machen die da? Was macht ihr? War wieder eine Katze bei uns im Garten gestern. War etwa Lucy gestern Abend wieder da, als wir nicht da waren? Habt ihr euch deswegen gestritten? Kann aber nicht sein, ne? Sonst hätte Cosmo die Verletzungen davongetragen, nicht Apollo. Äußerst merkwürdig. Naja, ich denke, dieses Video machen wir erstmal Schluss. Dann gehe ich in Ruhe einen Kaffee trinken. Und dann werden die Kinder bespaßt. Wir haben heute nämlich wieder ein paar Stunden alleine, weil Marcel wieder dahin musste und dann da noch die Sachen fertig machen musste im Garten. Und dann wollen wir uns einen gemütlichen Abend machen. Bis später.